Wir sind im Land von Elden angekommen, wo ein riesiger Vulkan auch sein Zuhause gefunden hat. Ja, Leute, nein, wir sind nicht im Vulkan, aber wir sind im Gebiet, wo ein Vulkan überhaupt sich befindet, der aktiv sogar ist, wo die Lava schon lange ausgebrochen ist. Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, und ja, wir sind hier. Wir haben ein paar Bockblinds gekillt. Die haben anscheinend hier ihr Lager aufgeschlagen. Und natürlich haben wir von einem Mogma dann zur Belohnung, weil wir ihm geholfen haben, habe ich jetzt mal gefailt. Wir haben dadurch ganz coole neue Items bekommen. Oder zumindest ein cooles neues Item. Nämlich, wo findet man sowas? Nee, hier nicht. Wo findet man das? Ach, hier. Hier, die Grabklauen. Mit diesen scharfen Klauen kannst du im Boden graben. Drücke A, um sie an Stellen zu verwenden, die ungewöhnlich aussehen. Ganz genau. Wie zum Beispiel diese Stellen hier, wo mächtiger Wind aus dem Boden gepustet wird. Wer auch immer das da von unten macht, der muss echt viel Ausdauer haben. Ja, okay. Okay, jetzt gehen wir nochmal nach oben, weil ich wollte die Rutsche runterrutschen in der Hoffnung, ich erwische die richtige Rutsche, weil ich dann zu einer Truhe komme, die ich unbedingt haben möchte. Yay! Ja, Mann. Sehr schön. Da haben wir die Truhe. Haha. Und wir haben Eldenerz erhalten. Ein äußerst hartes und robustes Erz. Ja, ich weiß. Habe ich schon mal gelesen. Sehr schön. Sehr schön. Eldenerz, das werden wir auch noch gut gebrauchen können, wenn wir unsere Items verbessern wollen. Sei es der Schild oder vielleicht andere Items, die wir im Laufe des Abenteuers finden werden. Oh. Oh nein, nicht wieder diese feuerspeienden Affengeräusche mache. Die Feuer-Olims oder wie die auch immer heißen. Und du hast mich echt nicht zu Tode erschrocken. Nicht. Hast du mich erschreckt? Tja, du nicht. Tut mir leid, ich muss gerade husten. Was gräbst du da direkt über mir? Schon in Ordnung. Man weiß nie, was man beim Graben findet. Das macht es ja so spannend. Natürlich findet man Rubine, aber auch hartes Metall oder Herzen. Herzen von fremden Leuten oder was? Wann immer du ein Loch siehst, solltest du drauf losgraben. Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich sowas sehe, dann grabe ich immer sofort drauf los. Ja, nicht das, was ihr schon wieder versteht, ihr Schweine. Also wirklich. Also, ne? Also, Leute. Rubine. Rubine ist immer schön, Rubine sind immer toll. Rubine. Sorry, das war nicht gewollt. Das war aus Versehen. Scheiße. Danke. Ich dachte schon, du hörst nie auf, Feuer zu spucken. Oh, wir kriegen zur Belohnung, weil wir ihn getötet haben, noch ein Herz. Sehr schön. Das motiviert auf jeden Fall noch mehr von denen zu töten. Ja, Mann, jetzt werde ich zum eiskalten Feuer-Olem-Killer oder wie die auch immer heißen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Und schon wieder getötet. Sehr schön. Boah, diese Stimme könnte ich nicht dauerhaft machen, ne? Boah. Aber manchmal mach ich's. Aber irgendwann geht's voll auf die Stimmbänder. Aber so richtig. Ah! Alter! Die hören aber auch echt nicht auf, ne? Die lernen echt nicht dazu. Da muss dem wohl ein bisschen geholfen werden. Nein, das war nicht geplant. Das war überhaupt nicht geplant. Scheiße. Ach man. Ich wollte die Bombe nicht fallen lassen und eine blöde Flasche rausrücken, sondern dahin rollen. Und das hat wunderbar geklappt. Natürlich.
Ah, oh Gott, das wird ein Akt. Vor allem rollen, ne? Und dann hat man direkt den Tisch vor sich, ne? Und ich kann ihn halt nicht... Ich kann ihn nicht mal treffen! Du Arsch! Ich kann ihn nicht mal treffen, was ist denn das? Was falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Nein! 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 Ja, das ist schon besser. Das ist schon besser. Kriege ich ein Herz? Nein, natürlich kriege ich kein Herz. Natürlich nicht. Richtige geizige Wesen sind das, ne? Die sind alle geizig. Geizige Wurstgesichter. Ganz ehrlich. Oh nein, nein. Und die Steuerung ist sowieso geizig und blöd zu mir, weil die Steuerung macht einfach, was sie will. Zumindest manchmal. Die Joy-Cons, zumindest der linke, womit ich den guten Helden steuere. Das macht natürlich manchmal, was es will. Das kann ich leider nicht verhindern. Es sei denn, ich lasse es irgendwie reparieren oder kaufe mir ein neues, aber sehe ich aus, als hätte ich Geld. Sehe ich so aus? Nein, da müsste ich halt ein bisschen drauf sparen, weil die scheinen echt nicht billig zu sein. Diese Plastikdinger. Ja, das war natürlich wieder sehr erfolgreich. Also das gibt einen Pluspunkt in meiner Note als Gamer. Das war auch ein Pluspunkt. Oh, ey, sag mal. Was? Nein. Fei, nein. Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass meine Energieleiste kurz vorm Verrecken ist. Mann! Oh, diese Steuerung, ne? Gerade regt die mich auf. Gerade regt die mich wirklich auf. Nein, bleib. Danke. Das wollte ich tun. Das wollte ich tun. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und das hat sich absolut nicht gelohnt. Ja, ein erfolgreicher Part, Leute. Oh Gott, das ist doch mal... Ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Echt. Ich lieb's. So. Noch mehr Rubine, aber keine Herzen. Ich bräuchte Herzen, Leute. Herzen. Das bräuchte ich. Vor allem, wenn man möchte, dass ich bald der Game Over Screen auf meinem Bildschirm auftaucht. Deswegen, ich würde gerne Herzen haben. Also, ich finde Herzen. Ne, Leute? Herzen fände ich schon echt cool. Aber nein, das Spiel ist wirklich einfach nur geizig. Einfach nur geizig. So ein Mist. So ein Mist. Ich krieg gerne Herzen. Ah! Ich krieg zu viel. Nein, ich krieg nicht so viel. Alles gut. 10 Minuten später. Ah! So. Sorry, ich wurde gerade unterbrochen. Unterbrochen. Jetzt geht's aber weiter. Oh Mann. Leute. Wie heißt der? Chris. Der könnte fast wie ich heißen, Chris. Noch einer, aber diesmal grün. Gerade eben war hier jemand, der so ähnlich aussah wie du, nur mit schwarzen Klamotten. War das ein Kumpel von dir? Hier geht's nämlich, hier geht's nicht weiter. Aber das hat ihn nicht mal gebremst. Er ist einfach hinübergesprungen. Was für eine Kraft. Respekt. Okay. Alles klar. Jemand mit schwarzen Klamotten. Okay, dann wissen wir Bescheid, das ist wieder eine Person, die wir nicht kennen. Sehr wahrscheinlich. Ah, und hier haben wir eine Abkürzung freigeschaltet, wo wir schon mal waren. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nicht nochmal extra durch diese komische Höhle. Das ist äußerst praktisch. Oh, ach, was haben wir denn hier? Ein Herz und Rubine. Aber da hauptsächlich erstmal das Herz. Ich will hauptsächlich erstmal das Herz.
Danke. Na, da war noch ein Herz. Da war noch ein Herz. Egal, ich will erstmal das Rubin. Den Rubin. Der Rubin. Das Rubin. Die Rubine. Oder so, wie die auch immer alle heißen. Sehr schön. Meins. Die gehören mir. Ah nein, das wollte ich auch nicht. Egal, auf das andere Herz. Verzichte ich einfach mal. So. Sorry, ich wurde gerade wieder unterbrochen. Das zweite Mal. Mann. So, ich hoffe, ich hoffe, es geht jetzt reibungslos weiter. Das ist immer das Blöde, ne? Das ist manchmal echt blöd. Dem wollen einfach ständig immer einer was. Will einmal ständig. Bubble. Will jemand immer ständig was von einem und dann. Ah. Und das ist manchmal. Oh. Sorry. Ich hab den Maikäfer getötet. Nein, sorry. Oh nein, ich bin ein Tiermörder, ich weiß. Das tut mir echt leid. Scheiße. Nein, was wollte ich sagen? Ich bin gerade am Aufnehmen und dann wollen sie alle was von mir. Peter, ich habe eine sehr wertvolle Information für dich. Anstatt hier blöd rumzulabern und rumzunörgeln, könntest du das Spiel auch weiter fortsetzen. Ja, aber das kann man sich auch nicht aussuchen. Von daher, nimmt es eigentlich so übel, wenn sie mal was wollen. Denn das sind auch nur Menschen. Was? Das ist auch nur Ach, ich laber gerade völlig Bullshit. Ich bin gerade hier wieder völlig neben der Spur hier. Oh Gott. Hey! Auserwählter der Göttin! Zelda ist nah! Beeil dich! What the hell? Wer bist du? Wer warst du? Das war die Person, die schwarz gekleidet ist. Zumindest hat sie einfach nur einen schwarzen Umhang. Mit komischen Mustern. Alles klar, okay. Aber was wollte ich sagen? Ich wurde gerade unterbrochen. Zweimal. Das ist eine Sache beim Aufnehmen, die ist ja die... Jetzt weiß ich halt nicht, wie lange ich aufgenommen habe, weil ich habe die Aufnahme einfach laufen lassen derzeit. Weil ich einfach keinen Bock habe, jedes Mal die Aufnahme zu pausieren oder zu beenden. Deswegen habe ich die Aufnahme einfach laufen lassen. Jetzt habe ich halt ein Problem. Jetzt muss ich halt halt gucken, dass das trotzdem irgendwie alles passt. Dass der Part nicht zu lang wird, dass der Part nicht zu kurz wird. Also das ist immer so ein kleines Problem. Deswegen versuche ich ja immer aufzunehmen, wenn ich mir sicher bin, dass... so keiner unbedingt was von mir will, aber dann hat man doch das Pech und es wollen doch wieder welche Leute was von mir. Und da muss man halt pausieren, aber das ist, ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, ich hoffe, ihr könnt das mir verzeihen, dass ich, ja, vor allem mir, ich hätte nichts dafür. Ja, ihr wisst, wie ich das meine, ihr wisst schon. Leute, die, auch Let's Plays machen, die kennen bestimmt solche Situationen. So, weg mit dir. Vor allem ist es dann einfach immer unangenehm, wenn ich runterrutsche. Nein, das ist dann einfach immer unangenehm, wenn man weiß, Leute sind in deiner Nähe, die sind in der Nähe von deinem Zimmer und hören, dass du hier quasi Selbstgespräche führst. Ungefähr. Nur um für das Video irgendwie unterhaltsam und witzig zu sein. Dann ist das... Ist schon irgendwie immer noch so ein unangenehmes Gefühl. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Leute, die vielleicht Let's Plays machen, kennt ihr das? Dass das immer noch irgendwie unangenehm ist? Irgendwie für mich, ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich bislang noch keine Livestreams gemacht habe, weil mir das total unangenehm ist, wenn Leute aus meinem Umfeld in der Nähe sind und dann hören und dann kommen sie rein und müssen sich vielleicht Schrott lachen, weil ich gerade versuche, eine Stimme irgendwie nachzuaffen oder so, weil ich jemand einen Charakter mit einer anderen Stimme vorlese oder sowas, ne? Kennt ihr sowas? Kennt ihr sowas bestimmt? Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sowas kennt, ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich... Sag mal! Nein, 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 nein! Du! Du! Ah!
Au! Das tat weh. Oh mein Gott. So, weg mit euch. Zack. Und weg mit dir. Sehr schön. Oh, jetzt ruft, jetzt will er seine ganzen Leute rufen und keiner kommt. So ein Opfer. Was für ein Opfer. Oh nein, Insekten. Insekten. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier Schmetterlingnetz. Nein, Schmetterlingnetz. Dankeschön. Lass mich die Insekten hier einfangen. Und ich glaube, ich mach's wieder voll falsch. Aber ich habe einen erwischt. Na, erwische ich den anderen auch? Erwische ich den? Erwische ich ihn? Erwische ich ihn? Nein, ich erwische ihn wahrscheinlich nicht. Doch, ich hab ihn doch erwischt. Boah, bin ich gut. Eigentlich falsch. Eigentlich soll man dich leise ranschleichen, aber ich habe manchmal keine Geduld dafür. Und da fliegt er einfach schon weg, weil ich einfach keine Geduld mit aufbringe. Bist du bald mal fertig? Nein, ich bin nicht fertig. Ich mache die ganze Zeit weiter, nur um dich zu nerven. Okay. Wie du meinst. Du kriegst mich nicht. Oh, scheiße. Yeah! Oh shit. Ja, damit hat er nicht gerechnet, ne? Damit hat er nicht gerechnet. Na, komm. Nimm doch die Bombe, Link. Dankeschön. Oh, diese Steuerung, ne? Dieser Joy-Con. Der regt mich auf. Oh Mann. Was ist das? Yeah. Oh, ich sehe, dies ist dein erster Besuch bei mir. Danke, dass du hier vorbeischaust. Mein Name ist Cipollino. Es freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Ich habe die Aufsicht über die Risikorubinjagd. Du kannst so lange nach Rubinen graben, bis du auf eine Bombe stößt. Möchtest du auf Risikorubinjagd gehen? Klar, können wir mal machen. Anfänger, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das Anfängerfeld bietet weniger Orte zum Graben. Genau das Richtige für Einsteiger. Eine Runde auf dem Feld kostet 30 Rubine. Möchtest du graben? Ich hoffe, du gräbst tonnenweise Rubine aus. Viel Glück. Okay, komischer Freak. Warum du bist? Alles klar, bis wir auf eine Bombe treffen. Das ist wahrscheinlich so eher so ein Glücksspiel. Das ist wirklich so ein Glücksspiel, denke ich mal. Bis man auf eine Bombe stößt. So wie jetzt. Ungefähr wie im Lotto. Wenn man Glück hat, gewinnt man Geld. Wenn man Pech hat, verliert man auch alles. vielleicht nicht ganz. Du hast 22 Rubine ausgegraben. Schade, du konntest deine Ausgaben leider nicht decken. Das nennt man wohl Pech. Du solltest es gleich nochmal versuchen. Hast du Interesse? Nein. Bitte komm bald wieder. Ich weiß gar nicht, ob man da auch ein Herzteil gewinnen kann. Darüber sollte ich mich nochmal schlau machen. Weil nicht, dass man das Spiel machen muss, weil man da ein Herzteil kriegt oder so. Weil dann bleibt mir keine andere Wahl. Da muss ich das irgendwann machen. Aber ich hoffe einfach mal nein. Ich hoffe einfach, dass mir das erspart bleibt und ich euch das nur einmal zeigen muss und nur einmal demonstrieren kann, dass das einfach reicht, weil ich bin eh nicht so ein Fan von diesem Spiel, von seinem Spiel.
Du willst Clipolinos Risikorubinenjagd spielen, oder? Willst du einen Tipp, mit dem du ganz einfach reich wirst? Allerdings gibt es den nicht umsonst. Schließlich wirst du ja reich damit. Ich mach dir einen Preis, der mich fast zum Weinen bringt. Schlappe 20 Rubine. Verrat's mir. Da danke ich recht schön. Aber sag es niemandem weiter. Also je nachdem, wie kostbar ein Rubin ist, wird er von einer unterschiedlichen Anzahl Bomben gesichert. Ein grüner Rubin zum Beispiel hat in der Nähe keine Bomben. Ein blauer Rubin hat 1 bis 2 Bomben. Ein roter Rubin hat 3 bis 4 Bomben. Und ein silberner Rubin hat 5 bis 6 Bomben in seiner Umgebung. Ein goldener Rubin ist sehr, sehr selten und von 7 bis 8 Bomben umgeben. Und was sagst du? Das macht es doch erheblich einfacher zu entscheiden, wo du graben solltest, was? Aber etwas Glück brauchst du trotzdem noch. Alles Gute! Ja, danke für den Tipp. Ja, es bleibt halt immer noch ein Glücksspiel irgendwie. Wenn man Glück hat, dann bekommt man viel Cash. Und wenn man Pech hat, wird man von der Bombe, grabt man eine Bombe aus, sie explodiert und das Spiel hat man verkackt. Ja, so ist das halt, ne? Oh, hier ist noch ein Schild. Oder ein Stein, wo irgendwas draufsteht. Herzlichen Dank, dass du dich an der Risikorubinjagd versuchen möchtest. Beachte Folgendes. Rubine mit niedrigem Wert haben selten Bomben in der Nähe. Je wertvoller der Rubin, desto mehr Bomben befinden sich um ihn herum. Viel Glück. Ja, dankeschön. Das Glück habe ich schon gespürt. Es war wirklich explosives Glück. Ja, kann man ja nicht anders sagen. Oder, Leute? Oder kann man das anders sagen? Ich glaube nicht. Sehr schön. Oh, noch mehr Herzen. Haha. Und schon sind die Herzen wieder voll. Schon viel besser. Viel, viel besser. Noch so ein Wackelpudding-Monster eben erledigt. Wackelpudding. Genau. Heißt jetzt einfach Wackelpudding. Das ist kein Schleim mehr, das ist kein Glibber mehr. Das ist Wackelpudding. Einfach Wackelpudding. Danke. Der ist runtergefallen. Ha! Und du fällst auch runter. Oh, das tut mir leid. Tut mir leid, das war ein Unfall. Der Rubin gehört mir. Der gehört mir. Nur mir. Und sonst niemanden. So. Okay, die wollen uns mit Steinen bewerfen. So sieht das hier also aus. Zumindest der auf jeden Fall. Soll er es ruhig versuchen. Okay, das hat nicht wirklich viel gebracht. Scheiße. Vielleicht mit was anderem. Vielleicht auch einfach mit der Schleuder. Na, wer weiß. Na, das wollte ich gar nicht so. Na, scheiße. Nee, das wird so nichts. Das wird so nichts. Boah, der hat seinen eigenen Kumpel abgeworfen. Na komm. Schade, ich dachte du triffst. Ich dachte du wirst auch getroffen. Schade. Echt schade. Aber naja. Okay. Wie ist es denn mit euch? Oh, schade, das war daneben. Ah! Ach du Scheiße, wie gemein! Also wirklich!
Na komm, versuch's. Versuch's! Ja, ja, guck mal. Der rennt auf mich zu. Der will auf mich zurennen. Aber irgendwie ist er nicht gerade der Schlauste. Oh nein, eine unsichtbare Grenze hindert mich, ihn zu jagen. So ein Mist aber auch, ne? Ha! Opfer! Und ich wollte gar nicht runterspringen. Mann, diese Joy-Cons! Die regen mich heute echt auf irgendwie. Keine Ahnung. Also nicht wirklich aufregend, sondern eher so... Es geht mir auf den Sack. Sie müssen hier es hier vergraben haben, aber ich finde nichts. Bist du sicher, dass es hier war, Ferry? Und was suchen wir eigentlich? Den Schlüssel! Den Schlüssel! Sie haben den Schlüssel zu diesem Tor zerbrochen und die Einzelteile versteckt. Und eines von diesen fünf Teilen muss hier sein. Hast du diesen seltsam aussehenden Menschen mit dem blonden Haaren gesehen, das hier hineingebracht wurde? Ja, bestimmt. Haben sie da etwas Wichtiges versteckt? Und der Mensch war bestimmt Teil eines unglaublichen Plans. Ich wittere Schätze. Aber was machen wir mit den ganzen Einzelteilen des Schlüssels? Wir öffnen damit das Tor und reißen uns drinnen sämtliche Schätze unter die Nägel. Aber können wir uns einfach nicht einfach hineingraben? Du bist ganz schön schlau. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich konnte aus dem Gespräch mit den Mogma eine wichtige Information herausfiltern. Die eben erwähnte seltsame Gestalt, die weggebracht wurde, war... Zelda! Sehr wohl, Gebieter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Zelda handelt, beträgt 90%. Wahrscheinlichkeit, dass die Fragmente des Schlüssels zu diesem Tor aus demselben Material bestehen wie das Tor selbst, beträgt 95%. Ich spüre, dass sich hier in der Nähe Fragmente aus diesem Material befinden. Diese Fragmente sind für die Suche nach Zelda unabdingbar. Daher habe ich sie als Ziel für die Aurasuche festgelegt. Alles klar. Zelda wurde anscheinend hier reingebracht. In diesen riesigen Gebäude. Oder eher in diesen riesigen Tempel. Das wird unser zweiter Dungeon sein, Leute. Auf jeden Fall. Und um diese Tür zu öffnen, müssen wir die Schlüssel suchen. Die Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Ganz genau. Wir müssen die Einzelteile des Schlüssels wiederfinden. Und das ist nicht der Wackelpudding-Monster. So, nein, das ist, ja, ein Schlüssel, den wir finden müssen auf jeden Fall. Aber das, Leute, meine lieben Friends, wir speichern auf jeden Fall. Und alles Weitere, wie es weitergeht, sehen wir auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn Link auf jeden Fall mal wieder stehen bleiben würde und sich vernünftig verabschieden würde. Leute, ich bedanke mich wieder bei euch herzlich fürs Zuschauen. Hoffe sehr, dieser Part hat euch gefallen. Lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Und tut mir leid für die zweistelligen Cuts am Anfang des Parts. Ungefähr. Weil, ja, ist passiert halt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich wiederhole mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.